So, da haben wir es. Aufzeichnung gestartet. Wir werden versuchen, für ein paar Leute ein paar Sachen aufzunehmen, weil wir wollen ja heute Nachmittag mal gucken, ob ein paar Leute ihre Hausaufgaben gemacht haben von heute früh. Wir haben uns heute Morgen ein paar Punkte angeguckt, ein paar Analysen angeguckt. Dann haben wir gesagt, einfach mal sacken lassen. Das Webinar nochmal anschauen. Die Aufzeichnung davon. Auf YouTube ist sie ja zu finden. Und dann schauen wir doch mal. So. Da kann man mal sehen, die Hausaufgaben sind eigentlich schiedigol. Dann, ja, brauchen wir uns ja so einen Quatsch auch in Zukunft nicht zwingend kümmern. Haben wir geguckt, wir haben es heute Morgen um 8:45 hochgeladen. Wir haben es auf der Homepage verlinkt. Und es haben noch tatsächlich 7 Leute geschafft, die das Webinar abzurufen. Okay, also nutzen wir das Numbers-Webinar heute einfach mal, um Fragen zu beantworten. Dafür sind die Webinare ja gedacht. So, dafür sind die Webinare gedacht, damit wir den ganzen Kram auch aufarbeiten. Ich weiß, der Stefan hat mir vorhin noch einen Screenshot geschickt, auf den werden wir nachher auch eingehen. Den werden wir einfach mal auseinanderpflücken und mir jetzt den ganzen Scheiß auch mal angucken. Was da, ich habe noch nicht reingeguckt. Aber ich hoffe, dass der Stefan hier ist. Oh, lecker Tiramisu. Das gibt. Es gibt wieder richtig was auf die Hüfte. Diesmal nicht an die Backen, diesmal geht es was auf die Hüfte. Sofern man von Hüfte reden kann. So, ich mache das Bild mal ein bisschen dunkler, um dann den Kram zu erklären, worauf es ankommt. Das werden wir nämlich gleich mit das werden wir hier gleich an der Leinwand mal versuchen, ob das geht. Dafür werden wir die Leinwand aber mal ein bisschen dunkler machen. Öko klingt gut, oder? Sehen könnt ihr ja trotzdem noch, oder? Ich glaube, das langt. So, wir werden. So, meine Frage zum DAX. Ja, wo ist sie? Weg. Für die, die zum Start heute, ich vergesse, ich habe es heute Morgen vergessen. Für die, die zur Traderwoche im Schwarzwald mit dabei waren, ist dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen, dass es unserem Hannes nicht so gut ging während der Traderwoche. Er war gesundheitlich ein bisschen angeschlagen und möchte nur ganz kurz für die, die es interessiert oder die da vielleicht ein bisschen Anteilnahme haben, so wie Stefan oder Hartmut oder Adam oder Sigi, dass unser Hannes am Freitagnacht eingeschlafen ist und nicht mehr dabei ist. Tut mir leid, in Gedanken sind wir bei seiner Frau
die das jetzt durchmacht, aber es ist das erste Mal, dass wir es bei uns in der Community erleben und dass er eben den Kummer, der er mit dem Herzen und hatte und noch eine kurze schwere Krankheit dazu kam, dass er das Wochenende nicht überlebt hat. Okay. Ja, der war lebenslustig, er war knapp 80 und hat mir noch vor gar nicht so langer Zeit, als wir uns mal in Thüringen getroffen haben, hat er noch gesagt, Junge, du musst noch ein bisschen Gas geben, ich habe mir 4 Jahre Zeit gegeben und dann will ich es können. Und er hat Gas gegeben, er hat sich Mühe gegeben, trotz des Alters, es war einfach cool, aber auch solche Augenblicke werden uns immer wieder ereilen. Ist eine Scheißnummer, auch für uns. Okay. Ich weiß gar nicht, ob Hartmut hier ist oder ob er da ist. Wenn er hier ist, kann er mal Piep sagen. Ansonsten werden wir beide bitte heute Abend oder morgen mal telefonieren, falls du hier sein solltest. Okay. Wir konzentrieren uns, glaube ich, jetzt mal auf den Euro. Ich gucke einmal die Fragen an. Der DAX steht kurz vor dem Sprung in den Kanal, der seit April 15 steht. Ist da nicht erst einmal Short bis 10.000, 10.500 gebrochen? Ja, könnte sein. Ist mir aber, sage ich mal, erstmal ziemlich Latte, weil wir ziehen uns den Daumen mal rüber. Wir gucken uns das Dow Pro jetzt gleich mal an. Und werden jetzt wahrscheinlich gleich in 1,5 Minuten mal gucken, wo hier die Macke ist und was wir eventuell am Dow verändern müssen. Ich glaube, es könnte sein, dass wir da ein, zwei, drei Sachen umprogrammieren müssen, aber das hat man ja angedeutet. Lars, ich teile deine Ansicht, dass wir wieder Richtung Norden gehen sollten, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt passiert vor dem 15. März ist recht unwahrscheinlich. Wir haben am 15., also um den 15. März, sag ich mal, zwischen 12. und 16. und 17. März haben wir immer Wendepunkte im DAX und wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir endlich die 8,3 unten abarbeiten oder eben die Alternative, dass wir nicht die 8,3 abarbeiten, sondern die nächsten 14 Tage nach oben ballern und oben einen Wendepunkt verursachen. Ja, das hat der Junge hier über Nacht abgearbeitet. Und wir haben jetzt die Luft bis in diesen Bereich. Das wird er uns gleich zeigen. So, jetzt haben wir genau diese Nummer. Ups, falsch, da wollte ich hin. Wir haben Long Setup und damit soll der Junge laufen bis 16,566 nach unten. Also da, wo er jetzt schon mal
gewesen ist. Lars, mit der Aussage kann ich nichts anfangen. Es gibt leider keine Aussage charttechnisch momentan dazu. Das verstehe ich nicht. Wozu? So, wir sollten jetzt aufpassen, wenn er jetzt hier in diesem Bereich läuft. Da haben wir die Einstiegsbereiche, da haben wir den ein. Ich zeichne den jetzt mal als Kanal ein, weil wir ihn dann besser erkennen. Ich glaube, ich muss da mal was dran ändern an den Einstellungen. Wir haben ein Long Setup, also machen wir den mal grün. Und Georg, du verbesserst mich, wenn ich hier jetzt Scheiße baue. So, und das wäre mein Einstiegsbereich 2. Die muss er anlaufen. So, nur das zur besseren Darstellung. Die Variante im DAW und den gucken wir uns jetzt einfach mal an. Wir haben ein bisschen Zeit. Wir haben hier das Tief heute früh. Und wenn wir uns da mal in der Kombination jetzt was drauflegen. Ich bin im DAO und im DAX grundsätzlich shortig eingestellt. So, und dann sehen wir, dass der DAO sogar in den Zielbereich 2 laufen kann oder laufen sollte. Georg, du meinst die Kerze? Ich glaube nicht, dass er das packt, sondern er wird wahrscheinlich die Nummer erstmal durchknacken und wird bis in diesen Bereich gehen. Er wird wahrscheinlich diesen Einstiegsbereich hier unten anknacken, um dann hochzugehen und hier oben das Long Setup zu beenden, wenn er das dann will. So. Weil der Ausstieg wäre da in diesem Bereich. Ich mache den ganz bewusst ein bisschen größer, weil, zack, so, da sollte er jetzt hinlaufen. Jetzt müsste er hier runterlaufen in diesen Einstiegsbereich, um dann zu drehen und dann hier oben auszusteigen. Aussteigen in diesem Bereich, den wir jetzt so großzügig eingezeichnet haben oder großzügiger ausgezeichnet, eingezeichnet haben, ganz bewusst, weil wir müssen damit rechnen, wir haben hier dieses Hoch vorher und diese Nummer spricht dafür, dass er nochmal hochgeht. Unser Setup vervollständigt, hier oben reinballert mit einem Spike, um dann abzudrehen und nach unten zu gehen. Die 16,6 ist eine ganz markante Marke im DAO. Um 16 Uhr kommen wichtige Nachrichten. Uwe K., hey, dich habe ich schon ewig nicht gesehen hier. Einstiegszone und dann direkt ziemlich knapp darunter. Wenn man dann rausfliegt, dann muss man eben die nächste Zone abwarten, um dann den Einstieg zu kriegen. Immer in diesem Bereich hier sollte man so eine Umkehrformation, so wie hier. Diese Umkehrformation, die ich jetzt verpasst habe, ich gehe mal davon aus, Georg ist wahrscheinlich schon long.
Hier genauso eine Umkehrformation. Das hier war, jo, war klar. Sollte genau hier in diesem Bereich einlaufen, um dann eine Umkehrformation zu geben. Die Nummer hier hätte man als erstes nehmen können. So, jetzt kann er hier hoch, um dieses Hoch nochmal zu testen, mit einem Spike da oben durch. Woran erkennst du die Umkehrformation? Komm mal ins Seminar, dann kannst du was lernen darüber. Ich weiß, jetzt kriege ich wieder an die Backen von irgendjemandem, der nicht so richtig weiß, was wir machen. Er wieder sagt, ja, das ist ja eine super Aussage, komm mal ins Seminar, dann lernst du das ja selbstverständlich. Oder kauf dir ein Buch. Trend geht zum Zweitbuch. Es gibt genügend Bücher über Umkehrformationen. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Ich glaube, ich habe hier ein kleines technisches Problem. Das werden wir gleich mal gucken, ob das so ist. Nee. Da ist das Problem, das Ding lief schon. Die Software lief schon, weil bloß nicht, wo ich sie hingepackt habe. Ich wollte euch ein bisschen was erklären. Aber doch, sorry, doch, ich möchte, dass ihr Fragen stellt, Susanne. Es finde ich auch sehr gut, wenn ihr Fragen stellt. Aber bei uns ist auch ein bisschen Mitarbeiten gefragt. Ein bisschen. Und einfache Fragen zu stellen ist klar. Ich versuche es auch gerade zu erklären. Ich will keinem zu nahe treten. Sorry. Machen wir es ganz einfach. Umkehrformation gibt es ja nun mal zig verschiedene. Wir haben euch auf der Messe, wer uns von der Messe kennt, von der WOT oder so, haben wir euch Plakate angeboten. Ich überlege gerade, ob ich hier irgendwo eins habe. Yep. So, Figürchen weg. Gibt es ein Plakat vor der Nase. So, ich versuche es mal, vielleicht könnt ihr das unten in der Webcam erkennen. Das sind die Plakate, die wir euch auf der Messe angeboten haben, die wir euch auf der Messe mitgegeben haben. Hier sind die wichtigsten Formationen drin. Wir können aber nicht in den Webinaren hier jede Formation einzeln auseinanderpflücken. Tut mir leid. Das können wir nicht. Wenn ich mich manchmal im Ton vergreife, sorry, ist dann nicht so gemeint. Ich will keinem zu nahe treten, aber nehmen wir mal, so wie Dieter, der hat sich die Nummer genau angeguckt. So. Woran erkenne ich eine Umkehrformation? Spike nach oben, das hier ist eine Umkehrformation. Wir gehen mit Logik da dran. Mein Job ist es nicht, euch die ganzen Kerzenformation auseinander zu pflücken. Mein Job ist es, euch die Logik vielleicht ein bisschen näher zu bringen. Was steckt überhaupt dahinter? Warum? Wieso? Weswegen? Hier ist eine ganz normale Logik drin. Ein Spike nach oben. Wir erkennen diesen langen Docht und diesen roten Körper. Das heißt, die Kerze hat hier angefangen, ist nach oben geschossen, nach unten, hat hier unten geschlossen. Klassische Umkehrformation. Schwäche hinterher und ab geht's.
Trotzdem will ich nicht, dass wir hier jede einzelne Kerzenformation auseinanderpflücken. Wir bieten ja nur an, wer es möchte, der kann ja zum Seminar kommen oder kann uns von mir aus auch eine Mail schicken. Wir schicken euch auch gerne ein paar Sachen dafür zu oder so. Aber dass wir jetzt hier Webinare machen zum Unterricht, wenn das gewünscht ist, wenn das aus der Community gewünscht ist, dass wir bestimmte Kerzenformationen auseinanderpflücken, dann habe ich eine Bitte. Dann schickt uns einfach eine Mail, macht einen Vorschlag dazu und dann machen wir für die Grundlagen, absoluten Grundlagen, das sind Umkehrformationen, machen wir einfach genau dafür ein extra Webinar. Oder ihr wartet noch ein paar Tage. Wir werden am Wochenende anfangen, die ersten Filmchen zu drehen unter der Reihe Frag doch mal den DAX. Und da werden wir genau Stück für Stück solche Sachen auseinanderpflücken. Wir werden im Laufe des nächsten halben Dreivierteljahres ungefähr 40, 50, 60 Kurzvideos dazu drehen, werden die ganze Webinarreihe online stellen. Da kann man sich dann solche Sachen auch auseinanderziehen. Dieter, um auf dich zu kommen, ob das ein Engulfing war, würde ich jetzt. Ich würde es jetzt noch nicht zwingend als Engulfing bezeichnen, weil zu einem Engulfing ist was erforderlich? Ja, jetzt sieht es schon besser aus, aber wenn wir hier mal drauf gehen, bei dieser Kerze haben wir den Close 16.554.7. Ups. Und hier den Open haben wir 16.555.2. 16.554.7 und 55.2. Das heißt, wir haben höheren Eröffnungskurs als hier einen Schlusskurs. Und wir brauchen für ein bullisches Engulfing brauchen wir einen tieferen Eröffnungskurs als den Schlusskurs von der Vorgängerkerze. Okay? So viel dazu. Ich gehe mal kurz gucken, was im Chat aufgetaucht ist, weil ich kann nicht alles auf einmal, wenn ich da vorne stehe. So. Gibt es so eins auf dem Postweg auch nach Österreich? Auf dem Postweg nach Österreich gibt es sowas nicht. Muss ich leider verneinen, weil das Porto ist. Sage ich mal, nicht ganz unerheblich. Aber wir fahren ja nach Österreich in 3 Wochen und sind ja dann in Österreich. Müssen wir mal gucken. So. Hi, TH. Hi. Hi, MS. Es gibt eine schöne Humpizu-Kerzenformation. Also nochmal, wir werden eine eigene Reihe dazu machen, eine eigene Filmreihe, keine Webinarreihe. Wir werden das in Kurzfilmen machen, nach dem Motto, frag doch mal den DAX. Ich mache das mit unserem Adam zusammen. Und wir werden jetzt Wochenende anfangen, die ersten 3, 4 Filmchen zu drehen und dann gehen die in die Aufbereitung. Dann werden wir die hochladen und dann kann man so eine Sachen auch sehen. Bevor dann das Gemecker losgeht, ich habe dafür extra eine Figur designen lassen. Ich habe dafür extra den DAX designen lassen. Das heißt, diese Webinarreihe werden wir online stellen in 3 Stufen, in Grundlagen, also Anfänger, wo eben Kerzenformationen, Durchschnitte, gleitende Durchschnitte und. Alles so eine Sache erklärt werden. Und dann in eine mittlere Stufe, was ich für Gelegenheitstrainer oder so, und eine hohe Schule für Profis. Man muss aber fairerweise dazu sagen, die ganze Marie, die kostet uns eine Menge Geld, weil wir die Sachen drehen oder drehen lassen und wir lassen sie hinterher schneiden, wir lassen sie bearbeiten und lassen die Tonspur drunter packen und so, dass das wirklich professionell filmen. Also ihr müsst damit rechnen, dass
das pro Reihe irgendwie, sag ich mal, 30, 40 € kostet oder so. Vielleicht gibt es auch ein Gesamtpaket, kann ich aber noch nicht sagen. Wir machen, wie gesagt, jetzt die erste Reihe, dann gehen die ins Schnittstudio und dann lassen wir die ganze Geschichte dort bearbeiten und unterlegen. Und dann wissen wir ungefähr, was wir an Kosten pro Film haben. Dann wissen wir auch, was so eine Reihe kostet. So, wie ich Georg kenne, ist er noch short, long, oder? Also, wenn da, wir sind dankbar dafür. Also, ihr sollt schon Fragen stellen, Susanne. Bitte, bitte, nicht böse werden. Wir meinen es auch nicht böse. Ich bin froh, wenn ihr Fragen stellt und vielleicht hilft es euch ja, wenn er uns unter der Überschrift fragt doch mal den DAX uns einfach Mails schickt mit Vorschlägen, was wir bearbeiten sollen, was gewünscht ist, weil dann würden wir uns nämlich auch ein bisschen danach richten, wenn es. Wir machen das ja nicht, wir machen das ja nicht für uns, sondern wir wollen ja gerade die Supportarbeit hier in solchen Fällen auch extrem erleichtern und wollen ein paar Sachen abarbeiten, die wichtig. Ich glaube, hier ist es wichtiger, so eine Analysen zu machen und sich so eine Sachen anzuschauen, so wie, sage ich mal, jetzt gerade hier. Ja, was macht man damit? Wenn es an mir geht, macht man nichts. Das ist für mich typisch im Moment ein Wir haben hier unten eine schöne Kante. Da und wir haben, wer sich heute Morgen daran erinnert, haben wir gesagt, wir müssen heute damit rechnen, dass nicht so viel sowas Tolles passiert, aber gleich kommen Nachrichten um 16 Uhr. Die Nachrichten gucken wir uns auch noch zusammen an. Ja, um auf die nächste Frage einzugehen, dieses Morning Briefing, alles ganz gut und schön. Wir haben es angeboten, wir machen es auch, aber wir können es nur dann machen, wenn es auch unsere Zeit erlaubt. In der Regel sind das Leute, die uns dabei unterstützen, die entweder noch einen anderen Fulltime-Job haben oder einer von uns und dann sind wir einfach mal ausgelastet. Wenn wir uns die Webinare machen und den Blog schon schreiben und so weiter. Also bitte keine Ansprüche an das Morning Briefing stellen. Wir wollen aber sehen, dass das wenigstens Dienstag, Mittwoch, Donnerstag morgens auch veröffentlichen. So, bist du? Bup, bup, bup. Das ist eine super Idee. Die Filmchen, ja, aber unser Tag hat auch nur 24 Stunden, aber wir tasten uns daran. Es gibt eine schöne Homepage, genau, das hatten wir gerade. Bop, bop, bop. Ist die Aussagekraft der Umkehrformation im 1-Minuten-Chart nicht sehr gering? Nein. Hilfe dazu, bevor ich jetzt wieder sage, komm einfach ins Seminar. Hilfe dazu findet man am besten. So, Klassiker. Klassiker von heute früh. Genau wie die Leute immer sagen, ja, das hat im 1-Minuten-Chart, hat das ja keine Aussagekraft. Wir haben heute Morgen, ich mache dazu mal ein Bild. Du, 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 du. So. So. Was ist das für eine Kerzenformation. Bitteschön. So.
damit der Chat auch lesen kann. Packen wir es da mal mit hin. Außenstab, bärisch Engulfing. Engulfing sagt der Siggi. Hey Siggi! Also die blaue mit dem Pfeilchen und die rote nachfolgende. Richtig, genau. Dark Cloud Cover. Diese Nummer hier ist ein ganz klassisches bärisches Engulfing. Richtig, überhaupt keine Frage. M. Manfred aus Nürnberg, danach ging es dahin. Zielbereich, ersten angelaufen, zweiten angelaufen, Umkehrformation. Was hatten wir hier für eine Umkehrformation? Was haben wir hier für eine Umkehrformation? Ein bullisches Engulfing. Jetzt kommen wir doch langsam drauf. Okay. Was haben wir hier für eine Umkehrformation? Mitmachen. Nicht nur Martin. Ja, jetzt sehe ich sie schon, unsere Seminarjungs. Sie machen das Buch auf, jetzt blättern da drinnen ganz wild rum. Jetzt suchen sie ganz hinten irgendwie oder blättern durch die Karten und gucken, was es ist. Martin, fein. Roman, falsch. Kein Engulfing, würde ich sagen. Super Idee. Ist natürlich, das ist eine gute Idee, klar. Es ist auch keine Drehstab-Umkehrformation. Marco, das ist keine Formation. Aber in die Kombination ist genial. Wir haben hier ein Hoch, wir haben da ein Hoch und das hier ist ein bärisches Harami. Ein bärisches Harami muss von der Folgekerze bestätigt werden. Dann haben wir auch die Sicherheit. Wir haben hier den ersten Versuch aus unserem Zielbereich nach oben auszubrechen. Hat nicht funktioniert. Fehlausbruch, runter, an den Zielbereich, nächster Anlauf, nächste Fehlausbruch, Doppeltop und die Umkehrformation, baff. Was haben wir heute Morgen dann geschrieben im Bereich? Ich glaube, im Bereich irgendwo 35 kann man Short gehen. Das hier war das Ziel nach oben, was auch anlaufen sollte, nachdem wir hier heute Morgen hier unten da sauber angelaufen ist. Und genau die Nummer nach oben laufen, gesagt, das Ding soll er hier oben anlaufen, haben wir heute Morgen im Blog auch geschrieben, wer Ufbas liest, ist klar im Vorteil und dann sollte genau das hier abgehen. Buff, Ziel haben wir gesagt, das, nächstes Ziel der und das hier war die untere Marke, die wir gesagt haben, die er erstmal anlaufen sollte. Die 1.10 war dann die Nummer, die ging. So. Und genau an dem Bereich, da haben wir sie wieder. Und genau dieser Bereich, der hält auch noch extrem. So viel, damit es nicht wieder heißt, ihr dürft keine Fragen stellen. So viel zu Kerzenformation. Ich muss an den Schreibtisch, mein Kaffee wird kalt. Wie viel Beachtung sollte man Informationen im 1-Minuten-Chart schenken? Volle Granate, deswegen habe ich das gerade mal gezeigt, weil gerade kam noch die Bemerkung, dass irgendjemand, wer war das eigentlich, irgendjemand eben gesagt hat, die haben keine Aussagekraft. Die Aussage hast du nicht von mir, Marco. Habe in Erinnerung, dass im 1-Minuten-Chart die Formationen nicht so eine große Bedeutung haben. Wie viel Beachtung sollte man ihnen schenken? Dann hast du das in einem anderen Buch gelesen oder hast du in einem Buch gelesen, von mir hast du diese Aussage nicht gehört, weil ich mache Handel sehr viel nach Umkehrformation, gerade im Euro-US-Dollar, auch im 1-Minuten-Chart und immer wieder. Genau danach ziehe ich meine Stops nach. Guckt euch so eine Umkehrformation hier mal an. Das ist auch das ganze Grundprinzip von Euro-Pro, dass er irgendwo sagen, so pass auf, wir wollen die Korrektur, wir wollen aus der Korrektur heraus handeln und wir wollen die Schwäche der Korrektur erkennen. Die Schwäche der Korrektur erkennen wir am besten an Kerzenformationen. Und die kann man lernen, wenn man die Logik dahinter versteht.
Du nur auf Umkehrformationen in Zielbereichen oder Bereichen, bei denen du eine Umkehr erwartest? Ich meine, es kommen mir öfter solche Kerzenformationen auch mal zwischendurch vor. Ja, wenn so eine Umkehrformation kommt und mir Schwäche zeigt, Stops hinterher. Mehr nicht, bin ich drinne, Bob, volle Granate, Stop ran. Ich weiß doch, dass was passiert. Wir müssen doch lernen, uns in den Chart reinzudenken. Das ist doch die ganze Aussage, die wir wollen. Wir wollen uns in die anderen Händler reindenken. Was machen die anderen Händler? Wo tun sie das? Wenn sie das tun, was hat das für eine Auswirkung? Wir können mir diese Auswirkung zunutze machen. Also weiß ich doch in diesem Bereich, wenn ich jetzt Short bin, oder was weiß ich, vielleicht mir irgendwo ein Long Setup gesucht, ich dussel. Und sage, okay, jetzt habe ich hier eine Umkehrformation hier in diesem Bereich. So, und wenn ich die dann habe, weiß ich, ich muss da reagieren. Deswegen sagen wir immer, guckt euch 1 Minuten und 5 Minuten Chart zusammen an. Bupp. Da. Klassiker. Wir sagen immer, Aussage, nicht gegen die 5-Minuten-Kerze traden. Nicht gegen die 5-Minuten-Kerze heißt in diesem Fall, ich blätter auch gleich wieder in 1 Minuten, wenn wir in diesem Fall hier nach unserem Setup, gucken wir mal, 5 zu 45, ein Short Setup hätten, hier ein Short Setup, dann weiß ich doch ganz genau, wenn ich das sehe, das hier ist eine Umkehrkerze und dort drüber würden sich die 5-Minuten-Händler long einstoppen lassen. Wenn die sich long einstoppen lassen, habe ich Short nichts zu suchen. Wenn ich es trotzdem probieren will, mich gegen die Masse stelle, Positionsgröße runter. Verständlich? Vielleicht. Als Vollblut-Legastheniker voraus sich mit den Jahren irgendwie falsch kombiniert. Ja. Ist so. Gucken wir uns das Ding an. Wir haben es jetzt 55. Diese Kerze war 50. 50 hier in diesem Bereich. Hier würden wir uns, ah, guck mal, da haben wir es schon. Hier in diesem Bereich würden wir uns ein Short, hätten wir ja ein Short Setup, was man gelten, wenn man jetzt nur nach den Alarmsignalen handelt, hätten wir hier in diesem Bereich, guck mal, Alarmsignal, da ballert doch irgendwas Richtung Süden, da schreit doch irgend so eine blöde Stimme, Euro Short. Und dann, bin gespannt, ob es geht. Natürlich nicht, doch, geht ein bisschen. Ups. So, da haben wir den Alarm. Da haben wir unser Alarmsignal. Und dann sagen wir, okay, jetzt könnte es ja short gehen. So, dann verpassen wir genau diese Nummer. Und jetzt sagen wir, in diesem Bereich hier irgendwo lassen wir uns short einstoppen. Und genau hier haben wir diese 50er Kerze, die im 5-Minuten-Chart nämlich genau so aussieht, wie wir sie da haben. Bup, bup, bup. Da haben wir die 5-Minuten-Kerze und wir würden uns hier beim Ende der Kerze wahrscheinlich Short einstoppen lassen und sagen, ey, geile Nummer. Und dabei haben wir hier eine ganz klare Umkehr auf Long. Deswegen muss ich Kerzenformation kennen. Ich muss die Grundlagen mitbringen. Wir schulen Europro. Die Grundlagen dafür müsst ihr mitbringen. Oder ihr sagt uns, was ihr haben wollt, was ihr in dieser Webinarreihe haben wollt. Dann nehmen wir da wahrscheinlich Rücksicht drauf. Und werden wahrscheinlich auch auf Kerzenformation, vielleicht machen wir eine Webinarreihe über Kerzenformation, werden jeder einzeln auseinanderpflücken, auch die Wertigkeit. Aber für mich haben die Kerzenformationen im 1-Minuten- und 5-Minuten-Chart genau die gleiche Wirkung wie in allen anderen auch. Ich weiß, die kommen aus langfristigen Sachen, die kommen aus dem Tageschart, aus dem Aktienhandel. Deswegen sagt man immer, die haben hier keine Wertigkeit, aber wenn wir die angucken, wir sind hier oben gekommen, 1, 10, 15. Sogar um 5 Minuten, Bob, schönes Harami, bestätigt, baff, auf geht's, 20 Punkte Richtung Süden. Wieso sollen die keine Wertigkeit haben? Fibo drauf, Bewegung, Korrektur, wahrscheinlich genau in 61,8er Bereich. Umkehrformation genau da in diesem Bereich. Bob, gucken wir uns das Spiel nochmal an. Da, Umkehrformation, 20 Punkte runter. Wenn ich mir ein Fibo drauflege von da nach da, dann weiß ich genau, hey, juppie, 61,8% ungefähr. Circa, Umkehrformation, baff, weiter Richtung Süden, Stop oben drüber, da auf den Tick genau, das gleiche hoch, wuff. Richtung 92 von der 13 kommen 20 Punkte und durch die Nummer.
Arbeiten im Chat, Jungs. Und Mädchen, Susanne. So, jetzt klaue ich euch das Ding. 16 Uhr und... Du meinst mein Chatfenster, Georg. Das darf nicht sein. Lacht das Chatfenster öffentlich? Das wollte ich nicht. Okay, aber... Ich hoffe, ihr beschwert sich jetzt keiner. Dass man in dem kleinen... dass man das Chatfenster sehen konnte. Aber wer das nachher abgleicht in der Aufnahme, der sieht wenigstens... der Sieb ist, dass wir hier auf alle Fragen eingehen und nichts irgendwie verstecken oder sonst irgendwas, sondern wir sagen genau das, was ist. So ist es nun mal. So. Kannst du bitte mein Chat, mein Fenster, mein Bild noch zerreißen? Ich werde es probieren. Mal gucken, ob hier irgendwas drin ist. So. Ja, ich mach das noch. Entry Short, ja. Also nach Euro Pro Short brauchen wir uns, glaube ich, keine großen Gedanken machen. Wir nehmen mal, ach so, von wann ist denn das? Von heute, 23.02. gegen Mittag. Gegen Mittag. Regelwerk Nummer 1 sagt, haben wir im übergeordneten Chart einen Trend. Bob, heute Mittag. Hatten wir heute Mittag übergeordnet einen Trend? Ich stelle die Frage einfach mal in den Raum. Ihr dürft mitarbeiten. Ist keine Pflicht, aber ihr dürft. Einen echten Trend kann ich da noch nicht so richtig erkennen. Da nochmal zur Erinnerung. Bin einmal oben ausgebrochen, einmal unten ausgebrochen. Aber einen richtigen Trend kann ich hier nicht erkennen. Wir haben noch kein Tief. Wir haben hier ein tieferes Hoch und wir haben hier ein tieferes Tief. Das ist wohl richtig. Das war es aber auch. Wir haben hier ein tieferes Hoch und haben hier den Bruch für ein tieferes Tief. Kann man. Aber wenn ich mir den Spaß bis um 12 hier angucke, Bewegung, Korrektur, Bewegung. So, dann brauchen wir in 5 Minuten was? Wir brauchen in 5 Minuten eine Korrektur. Grob, Bewegung, Korrektur. Wir haben hier eine Abwärtstrend-Definition in einem Abwärtstrend. Ziemlich verschachtelt. Wer mit Innen- und Außenstäben arbeitet, weiß, dass die Nummer hier nicht ganz ohne ist. 5 Minuten brauchen wir eine Korrektur.
der Anlauf, der Ansatz hier eventuell in Kombination mit dem Zielbereich zu shorten, ist ja vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn ich die Positionsgröße dementsprechend runterregle, also ein bisschen Gas rausnehme, ne, wie auf der Autobahn, ein bisschen Gas rausnehme und sage, okay, ich probiere das jetzt einfach hier, tock, tock, Zielbereiche, die Wirkung kenne ich, tock, 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 immer wieder gegen. Aber ich muss doch darauf warten, wenn das die Korrektur, setzen wir mal voraus, man hat den übergeordneten Chart als Abwärtstrend definiert. Hier sieht es ja auch so aus. Da ein Tief, Korrektur, neues Tief. Jetzt bewegen wir uns hier ja in der Korrektur. Zu diesem Zeitpunkt sind wir ja ungefähr hier. Da, wo der Fall ist, sind wir im 5-Minuten-Chart ungefähr hier. Kann man das als Korrektur in 5 Minuten werten. Aber danach muss ich doch sehen, dass das letzte, wer hat Handbuch gelesen? Handbuch Europro, wer ist hier ein Europroler und hat ein Handbuch gelesen? Ich frage es jetzt einfach mal ab. So. Richtig. So. Okay. David, Marco, wenn du das Handbuch gelesen hast, Antwort. Und vielleicht macht der Stefan das ja auch schon mal selber. Und guckt mal ins Handbuch und vielleicht finden wir die Macke dann schon selber. Was muss gegeben sein? Was muss gegeben sein, damit ich einen Short-Einstieg wagen kann? Das letzte Tief der Aufwärtsbewegung müsste gebrochen sein. Das ist Nummer 1. Hier blendet er sogar ein. Kauf. Wir gehen Short. So, das heißt, ganze. So, aber ich dachte, wenn ich auf Zielbereich handle, dann geht das noch nicht. Dann gilt das auch nicht. Das ist richtig. Aber da hast du Zielbereiche gehandelt. Wenn du Zielbereiche handelst, dann hast du den Ausbruch gehandelt. Hier die Bestätigung. Dann hast du alles richtig gemacht. Hier drunter rein. Wenn du Zielbereiche handelst, handelst du Zielbereich. Wenn du Euro-Pro handelst, handelst du Euro-Pro. Wenn du mit Zielbereichen starten willst, dann macht man das genauso. Den Rücklauf abwarten, hier die Bestätigung. Gucken, ob das vielleicht sogar mit einem Fibo-Level passt aus der Abwärtsbewegung. Rücklauf hier gegen, zack, und dann den nächsten Schub nach unten. Stops müssen da oben drüber. Alles richtig, Stop oben drüber. Kleines Risiko. Ja, Zielbereiche müssen ja nicht zwingend funktionieren. Vielleicht sollte mir auch ein bisschen Luft geben. Musst du dir angucken. Probieren, 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 probieren. Und um die anderen wieder zu ärgern, oder komm zum Seminar. Nein, Quatsch, mach es bitte nicht. Ich will keine Leute mehr im Seminar. Nach Regelwerk? Völlig okay. Unten Zielbereich angelaufen. Es war ein Trade nach Zielbereichen, weil alles andere wäre hier sonst verkehrt. Du hast eine blaue Wolke, du hast eine blaue Trendlinie, du hast einen blauen Filter und gehst short. Also kannst du nur nach Zielbereichen gehandelt haben, dann muss der Stop nach Zielbereichen gehen, der hat da richtig gesessen. Fertig. Setze hier den Aufwärtstrend fort, ist das Ding erledigt. Wenn dir auf diese Bewegung hier mal ein Fibo drauflegst, auf die Nummer siehst du genau, dass hier zwischen dem 50er und 61,8 ungefähr genau die Korrektur hattest. Die Korrektur hätte genauso gut zu Ende sein können, das Ding hätte weiter nach unten ballern können. Der Grundgedanke war gut, bloß dann auch Euro Pro einfach wegschieben und nicht nach Euro Pro handeln, sondern nach Zielbereich. Fertig. War ein ganz einfacher Trade nach Zielbereich. Alles richtig. So, und wenn der jetzt gelaufen wäre, hätte Fahrradkette, ich weiß. Hätte der Hund nicht geschissen, hätte er einen Hasen gehabt. Wenn der Hase gewusst hätte, dass der Hund scheißen muss, wäre er nicht so schnell gelaufen. Ne? Also, wenn die Nummer genauso gelaufen wäre und der wäre jetzt hier runtergelaufen, dann kannst du hier unten immer noch, wenn alles wieder rot ist und das Setup passt und das passt und fängst hier mit einer kleinen Position an, nach Euro pro Position aufstocken und dann lasset ihn fallen. Okay.
Jungs, ihr macht mich fertig. Da sind wir gleich im zweiten Zielbereich, im zweiten Einstiegsbereich. Die Nummer hier dürfte Break-Even durch sein, wenn ich sogar, wenn ich sogar mehr als einmal. So. Jetzt würde ich das Eintauchen hier in diesem Bereich abwarten. Oder es durchlaufen sogar. Hin und her macht Taschen leer. Switchen gibt es nicht. Da ist sie jetzt in dem zweiten Zielbereich. Jetzt muss ich eine Umkehrformation bringen, um dann mit einem engen Stop rein. Wenn er jetzt hier eine Umkehrformation macht. Umkehrformation hatten wir jetzt für heute genug, oder? Zu dem Thema. Also, wenn er mir jetzt hier eine kräftige Umkehrformation, die mir einfach sagt, so, jetzt geht's absolut long, dann darüber einstoppen lassen und dann Ziel da oben. Ballert der hier unten durch, war's das. Weil er hat diesen Bereich, wo er hier hingehen sollte, den hat er hier kurz vorher schon mal erwischt. Also, wer das Setup jetzt noch handelt, trotzdem kleine Positionen. Wir dürfen auch nicht vergessen, die 16,6, dieser Bereich ist eine ganz markante Marke im Dow, die ihn erstmal nach unten prügeln sollte bis an die 16.600 Punkte, was auch dem DAX gut tun würde, damit er endlich mal die 8,3 unten abarbeitet. Ich weiche von meinen Setups nicht ab. Wer noch nicht so richtig weiß, warum, kann gerne gucken die Wochenanalyse und sich die mal reinziehen, weiß er auch warum. Ups, jetzt haben wir viel gelabert, wenig Kaffee, wenig Tiramisu. Ich muss hier noch verhungern. Das soll es auch gewesen sein für heute. Was ich ein bisschen schade finde, so wie ihr es schade findet, wenn ich irgendwie sage, so eine Umkehrformation, so eine Kerzenformation kann man sich ziehen. Genauso schade finde ich es, wenn wir morgens uns so eine Setups erarbeiten, genau zusammen analysieren und dann sagen, Mensch, guckt euch das heute Vormittag einfach mal an, statt wild im Chart rumzuhacken, guckt euch wenigstens die Aufzeichnung nochmal an und stellt dann eure Fragen. Gezielt erarbeitet es euch selber, dann finde ich das ein bisschen schade, wenn die Videos sich 7 Leute angucken, dann können natürlich auch von 150 Leuten gucken sich das 7 an und machen dann ein bisschen was mit, dann kann es natürlich auch nichts werden. Aber dann kann man auch nicht erwarten, dass wir jedes Mal alles auseinanderpflücken und immer wieder. Dafür sind die Aufzeichnungen da. Also, guckt euch abends oder nachmittags oder so einfach mal die Aufzeichnung an, versucht euch euer Wissen da rauszuziehen und das selber zu überarbeiten. Ich glaube, das, was wir hier rausgeben für ganz kleines Geld, ist mehr als genug, wenn ihr mitarbeitet. Allerdings, wenn das in der Form nicht gewünscht ist, dass wir so in diese Schulungsrichtung gehen und dass die Leute mitarbeiten sollen oder so, könnt ihr uns das wissen lassen, dann werden wir unseren Stil umstellen. Okay? So. Jetzt soll die Nummer sich hier fast erledigt haben. Ich frage mal meinen Freund Georg. Georg ist wahrscheinlich schon weg. Georg ist zweimal rausgeflogen, das war's. Ja, genau dieser Bereich zweimal und zweimal long. Ideal ist ja, das ist immer, wir werden wahrscheinlich die Bereiche immer ein bisschen verlängern. Wir sehen, er hat genau kurz vorher diesen Bereich hier oben schon angelaufen. Und ich glaube, wir müssen da mal noch einen Filter einbauen, dass er dann so eine Nummern nicht mehr mitnimmt. DAX fällt auch, also ist die Richtung für die Amis eigentlich klar. Der war vorher noch bei 9.520, jetzt ist er bei 9.470. Also hat er schön was abgegeben. Das geht heute erstmal wohl Richtung Süden. Mehr dazu morgen früh und morgen Nachmittag. Das war's für heute. Bin leider immer zu langsam beim Tippen, sonst wäre ich öfter dabei. Wo dabei?
Mir geht es ja darum, dass man, wenn man so eine Sachen wie heute Morgen so eine Analyse genau erklärt, wie man ermittelt hat, wie man analysiert hat, wenn man dann darüber reden wollen, sollte man sich so eine Aufzeichnung einfach mal angucken und auch so eine Sachen rausarbeiten und dann kann man auch das mit einem Fragenkatalog auftauchen. Danke, Stefan, übrigens. Finde ich super, wenn du so ein Bild ausarbeitest und sowas zur Verfügung stellst, sowas, was Stefan hier gemacht hat, da eben einfach mal so ein Bild und dann sagen, was habe ich genauso. Einfach eine Kurznotiz rein, das und das habe ich gemacht. Dann da ein Stop, da und da habe ich mir das und das dabei gedacht, das und das wollte ich machen, einfach schicken. Dafür sind die Webinare da, dass wir dann genauso eine Geschichten danach komplett auseinanderpflücken. Das ist Sinn und Zweck der ganzen Übung, weil nur so können wir auch alle miteinander lernen. Okay? Also, jetzt gehe ich mal meinen Hund leer machen, der soll mal ein bisschen an die frische Luft. Wir verabschieden uns, wir verabscheuen uns bis morgen früh. In diesem Sinne euch einen schönen Nachmittag, schönen Abend. Bis morgen früh. Tschüss, tschüss und moin, moin. Euer Skype-Trader Thorsten. Tschüss, tschüss.